Willkommen zurück bei Gothic 2. Ich habe jetzt hier etliches an Kreaturen vernichtet, habe noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe ein paar Sachen hier gefunden, eine Steintafel, habe das Grab hier freigeräumt. Wir uns auch mal angucken, was hier so ist. Rostiges Schwert, Trank. Unbekannter Soldat. Tja, mit dem Grab kann man nichts machen. So, jetzt ist nur die Sache. Ich glaube, ich habe alles Mögliche an Kreaturen bereits bekämpft. Hab viele meiner Tränke dabei aufgegeben. Wir müssen also auch zur Stadt demnächst zurückdackeln. Tränke kaufen. Ich weiß auch nicht, wie weit wir hier lang gelaufen sind. Perfekt, noch ein Wildschwein. Würde gerne nur eins triggern. Hab mittlerweile das Schwert ausgerüstet anstatt den Degen. Schwert hat ein bisschen mehr Reichweite. Ja, mit den Keilern habe ich immer so ein Problem gehabt. Wir haben auch mittlerweile so viele Felle dadurch gesammelt, dass ich mir dachte, wir könnten auch die Felle demnächst mal zum Verkauf wieder anbieten. Das lief gut. Dass wir dann mal gucken. Also hier oben waren wir also noch nicht. Oh, da vertue ich mich hier gerade. Was ist das für eine Hütte? So eine Gefängniskolonie. Wait! Hier waren wir doch. Das hier müsste doch die Taverne. Wir würden erstmal nach Corines gehen, damit ich erstmal die Sachen erledigen kann, die ich jetzt noch im Kopf habe. Weil ich habe noch wo Tiere freigeräumt, wo es denn noch einen Weg gab und die Möglichkeit. Ich habe noch nicht gebetet heute, glaube ich. Und die Möglichkeit, da noch Lederbeutel haben. Tabak. Da war noch ein Weg und noch ein paar. Und eine Steintafel, so. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob wir noch was wegen den Steintafeln machen müssen. Ob wir da mal nach Zardas gehen müssen oder so. Wait, war das 50? Hätten wir nicht für 100 beten müssen? Ah, jetzt hab ich mich vertan, oder? Aber reicht 50. Ich habe auch noch ein paar Sachen gegessen, die haben mir einen permanenten Stärkebonus gegeben. Wusste ich nicht, dass das permanent ist. Einen Geschicklichkeitsbonus haben wir auch noch bekommen. Akrobatik würde ich gerne erlernen, aber ich glaube, das kriegt man erst mit. Lasst mich jetzt hier nicht die Unwahrheit sagen. Mit einer 90er Geschicklichkeit oder so? Ich habe keine Ahnung. Mein Ziel wäre erstmal die Stärke wieder nach oben zu bringen, also mehr Stärke. Wir haben ja noch ein Schattenläufer-Fell. Ja gut, also Tränke. Den Troll würde ich mich auch gerne mit anlegen. Ich weiß, dass man den glitschen kann, dass man zwischen seinen Beinen immer um ihn herumläuft und einen Schlag macht. Das dauert eine Weile. Und wenn man dann choke, kann man One-Hit sein, aber ich würde es gerne versuchen. Aber wir waren auch gar nicht in der Nähe des Trolls und da könnten wir nochmal mit Laris hingehen. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun jetzt hier in dieser und der nächsten Folge, weil der Troll alleine gibt ein K nochmal an Erfahrungspunkte. Wir kriegen dann ja noch das Trollfell, was wir abgeben müssen. Wir müssen nur auf dem einen Kerl aufpassen, den Söldner, dass der uns nicht umhaut. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Nicht mal einen Tag.
zwischen den Aufnahmen und dem Namen vergessen. Bullock oder so. Und wer muss die Arbeit ja machen? Wenn wir schon mal hier sind, du warst der Tränkehändler. Wirklich? Das ist ja interessant. Zeig mir deine. Schlimme Zeiten. Zwei große. Das ist ja schrecklich. Er sollte lieber den Mund halten. Er redet ein. Monster schrumpfen. Ich habe was anderes gehört. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und es wird noch viel schlimmer. Das darfst du keinem erzählen. Okay, ich glaube. Wirklich? Das wir nehmen ja eine Monster-Schrumpfen mit. Aber ehrlich? Wir sollten mal ein paar Sachen verkaufen. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, wieso eigentlich verkaufen? Ich habe was anderes gehört. Boah, die Damen. Ich bin auch am überlegen, Valentino demnächst mal einen reinzudonnern. Machen wir aber noch nicht jetzt genau. Machen wir aber im Laufe des Let's Plays auf jeden Fall nochmal. Hey, Pablo. Hey, du. Ein Kinderspiel? Versuchen wir es. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Turmschlüssel? Wir sollten in der Nacht wach bleiben und versuchen, in der Nacht in eine Türme reinzukommen. Das könnte uns jetzt finanziell richtig boosten. Wir können nur abwarten. Hallo, mein Freund. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Fälle. Hast du welche dabei? Oh mein Gott, ist der bissig. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Glaubst du wirklich daran? Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Zeig okay. mir deine Ware. Wunderbar. Mir geht es besser. Kein Licht und keine Dunkelheit. Ich habe so einiges gehört. Wie viel kriegt man nochmal für ein Fell? Ich über gar nichts mehr. Nimmst du die auch? Na, nehmen ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay, das hat uns wieder finanziell nach oben gebracht. Wir haben nicht so viele Tränke. Vielleicht können wir hier aber noch welche besorgen. Wir haben noch so eine Innerstatue, aber die konnten wir nicht abgeben, oder? Die nette Frau, bei der wir in der Hütte mitwohnen durften, wollte, oder ihre wurde geklaut, aber zurückgeben, die andere, die wir haben, wollte sie, glaube ich, ja nicht. Wir können nachher nochmal gucken, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Die gibt auch Free Food. Hey. Zeig mir deine Ware. Ja, wir müssen die Sachen kaufen. Ja, hier so Snapper-Verwandlung wäre halt nicht schlecht. Drachensnapper, also Ratte soll auch nicht schlecht sein, um Sachen zu besiegen. Die Verwandlungssachen behalten wir mal im Hinterkopf, falls wir Powerleveln wollen. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen, die ich besiegen könnte. So. Edda. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Kannst du mir... Heute nicht mehr. Ach, nur einmal am Tag. Meine Aufgabe ist beendet. Für dieses Mal. Aber wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal. Okay, dann reden wir halt nicht mehr miteinander. Ja doch. Ich habe auch gelesen, man soll vielleicht nicht unbedingt gleich alle ausrauben, nur weil man Taschendiebstahl hat. Kapitelbedingte Erfahrung, keine Ahnung, aber... Keine Ahnung, sag du es. Es kann ja nicht ewig so weitergehen.
Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Das habe ich früher auch immer gesagt. Martin! Hey, du! So ist es in Oswald. Was hast du... Dann pass mal auf. Was ich gerne hätte, wäre hier so ein Riesenmachete. Oder einfach nur die Machete. Dafür brauchen wir aber 90 Stärke. 90 Stärke, ja. Ich meine, auf 40 kommen wir relativ easy, aber... Ja, müssen wir mal gucken. Wer bist du? Ritter. Ich glaube, hier müssen wir aber auch dann nicht weiter uns umgucken. Und nicht so viele Tränke, wie ich gehofft habe. Heilmethoden sind ein bisschen knapp. Ich müsste vielleicht mal anfangen, irgendwo... Ich wundere mich zu kochen, damit ich... Gar nichts mehr. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und es wird noch viel schlimmer. Damit ich Lebensmittel habe. Das nehmen Feuer. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Da kannst du eh nichts dran ändern. Naja, hier gerade nicht. Wir dürfen ja hier in das Haus rein, so ist es nicht. Das ist jetzt auch ein Turm. Ich frag mich ja, für welche Turm wir einen Schlüssel haben. Die Probleme habe ich kommen sehen. Solange es Männer wie dich in dieser Stadt gibt, habe ich... Die Probleme habe ich kommen sehen. Wunderbar. Produzieren wir so eigentlich überhaupt Fleisch? Keine Ahnung. Wir hatten kein gebratenes Fleisch. Oh nein. Und doch? Haben wir zwei? Ja, jetzt haben wir zwei, okay. Wie viel kriegen wir dafür nochmal? Ja gut, 12er Lebensboni. Ist nicht schlecht. Theoretisch würde ich mich... Ah ne, hier darf ich nicht rein, ne? Ja. Wir können nur abwarten. Da darf ich nicht. Wer war nochmal hier? Hey! Zeig mir deine Ware. Ach ja, und er hat nur Pflanzen. Darf ich mal? Wir haben keine Spezialtränke. Heiltränke braun. Haben wir auch nicht. Tabak mischen und drehen. Ja, vielleicht sollten wir doch noch Alchemie lernen. I don't know. Maybe. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos. Ich weiß nur, dass alle Blutkelche noch da oben sind. Früher oder später müssen wir da mal hin. Der hat uns genau im Blick. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr. Ich würde auch gerne mal nach Xardas nochmal gucken. Hier sind ja auch noch die Türme. Und Teufel macht der denn da? Sag mir nicht, du. Das höre ich zum ersten Mal. Hey! Was machst du da? Das geht doch nicht. Kinderspiel. Kinderspiel heißt speichern und let's go. Hey. Das weiß doch inzwischen jeder. Zeig mir deine. Noch mehr Ärger kann ich. Oh, Äpfel. Achter Wert. Warum hört eigentlich? Ja, die Äpfel will ich eigentlich haben. Alle. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was möchtest du denn dafür als Deal? Ich wäre mir da nicht so sicher. Der Überseehändler Gilde Arak. Ja, dann ist das mal egal. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit Xardas reden können. Noch. Über irgendwas, aber ich würde es versuchen. Wir haben ja hier das Steinportal gehabt. Vielleicht kann er dazu was sagen.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Portal ist. Es ist ein Steinkreis und wir haben eine Quest namens Portal bekommen, also. Einmal kurz dahin dackeln. Ich glaube, die Äpfel esse ich aber erst, wenn wir verletzt sind. Das müssten aber, war das alle 5 oder alle 10 Äpfel? Kleinen Stärke-Bonus. Wenn es alle 5 sind, wäre es sogar 2 ganze Stärke. Eigentlich ist es schlauer, die später zu essen. Gute Frage. Ich habe immer noch Struggle, die Bogenschützen zu bedienen. Ich habe sogar mehrere Banditen erledigt. Wir waren in der Stadt. Wir hätten uns jetzt nochmal den Segen holen können. Von dem Feuermagier. Was ich meine, ich habe an mehreren Orten so ein paar Banditen gefunden, die welche Lederrüstung trugen und Bogenschützen. Die Bogenschützen folgen einem ja nicht. Also habe ich nur die rausgepult, die eine Lederrüstung trugen, besiegt. Aber, naja. Das ist leider nicht viel gewesen. Ich hätte gerne noch die beim Leuchtturm erledigt, aber das Problem dabei ist halt, die sind... wir haben Rollen. Wir haben magische Rollen. What? Das ist ja ein Schaf. Oh. Wir das mit zum Kloster nehmen können? Für unseren, wenn wir denn den Magier-Run in einem Jahr oder so machen. Ich weiß, dass der Magier-Run noch weit entfernt ist. Oder überhaupt der zweite Gothic 2-Run. Wenn, würde ich erstmal Gothic 1 weiter oder nochmal machen. Aber je nach kommt erstmal Gothic 3. Salas, mein Freund. Hey. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Das war nicht, was ich wollte. Ah, danke. Hey, du. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können. Aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Wow. Weil ich weiß, dass man, ja. Bogenschütze, Geschick, Lebensenergie. Das kann ich nicht lesen. Tja. Ich auch nicht. Womit denn? Weiß ich doch nicht. Achso, wir haben hier eine Kochstelle, ne? Das ist eine Kochstelle? Ja. Reicht das? Ich weiß nämlich nicht, ob man irgendwie eine Methode hat zum Schnellbrutzeln. 4. Wenn ich jetzt einfach warte. Machen wir mal so 6, 7, 8, 9, 10. Nur einer, okay. Ich weiß nicht, ob es eine schnellere Methode gibt. Wir machen das jetzt ein paar Mal und dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Das hat sogar geklappt. Dann spamme ich das jetzt einen Moment. Ihr seid natürlich live dabei, weil das Fleisch heilt uns nicht so gut wie Tränke. Aber
Es ist das Beste, was wir eigentlich momentan haben, wenn wir nicht sehr viel anderes haben. Ich glaube, Heiltränke sollte ich wirklich an... Ich sollte Alchemie vielleicht lernen, aber es sind so viele Punkte, die wir ausgeben dafür. Wir müssen mal gucken, wie wir weiter durchs Spiel durchkommen. So. 39, ja, das wird erstmal reichen. Dann können wir jetzt da zurück dackeln. Was ein nerviger Rabe. Das Schaf werden wir nicht umknüppeln. Was sagen, können wir hier unter den Wasserfall durch? Als eine Art Abkürzung, aber nö. Da ist ja kein Weg dann irgendwo wieder raus. Geschwindigkeitstrank habe ich nicht, sind teuer und wertvoll. Kann ich an die Kiste nicht ran? Ja. Gut, Na, die haben wir auch schon ausgelöscht, die Banditen hier. Unten. Oder mal ganz kurz gucken. Wir sind noch ein bisschen entfernt, aber mit so einem, mit irgendwas Starken als Verwandlung. Da unten waren ja, waren das schwarze Wölfe oder war es Waage. Mit denen könnte man sich noch anlegen. Dann bin ich jetzt gerade überlegen. Und da unten war dann gemeint, wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen, kommt ja die auch die etwas niedergelegene Ebene. Wäre auf jeden Fall eine Option, sich da noch mit anzulegen. Ich glaube, die sind relativ stark, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mich so mit denen anlegen sollte. Aber gut, den Weg, den ich jetzt noch habe, den können wir noch entlang gehen. Ich habe keine Ahnung, ob es da weitergeht, ob es eine Sackgasse ist. Hier oben lang, spielt keine Rolle. So, hier runter können wir, ohne dass wir sterben. Bin mir nicht sicher. Oder legt man sich da somit mal an? Also wenn ich mich verwandeln würde, dafür würde ich euch mitnehmen, weil das ist... Ja. Ist ja verständlich. Das ist was Besonderes, als nur ein bisschen Monster grinden. Was machen wir jetzt nicht? Das machen wir, wenn wirklich ein anderes Mal. Erstmal gucken wir, was ich da entdeckt habe. Und da oben geht es ja auch noch weiter, da waren wir noch gar nicht. Also wir haben noch ein bisschen was vor, bevor wir überhaupt die Insel gesehen haben. Dann haben wir noch die, das Minental, was später noch dazukommt und eine ganze DLC-Add-on-Welt, wie man möchte. Also wir haben ein bisschen mehr zu gucken als im ersten Teil. Hüpf. Hüpf. Müssen wir nur mal gucken, was uns da unten danach wirklich erwartet. So, langsam. Der Weg ist aber echt lang. Wir bräuchten mal wirklich so einen Geschwindigkeitstrank. Also, Alchemie wäre vielleicht nicht verkehrt zu erlernen, aber zu viele Sachen zu erlernen wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Schmieden kann man Geld mitmachen. Alchemie ist natürlich geil für eigene Tränke. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal kurz gucken, ob... Das habe ich früher auch immer gesagt.
Zeig mir deine Waffe. Klar. Ne. Orkschlechter ist natürlich geiles Schwert. Er musste es ja besser wissen. Ich könnte mir ja, nee. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeit. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr. Das will doch keiner wissen. Das wissen wir. Ich bin ganz. Welcher Weg ist kürzer? Das ist eigentlich egal. Glaube ich zumindest. So lang ist dieser Umweg auch nicht. Hier habe ich ja auch schon alles geklärt. Das haben wir im Video, glaube ich, noch gemacht, ja. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie gut das ist, dass wir so wenig. Oh. Erfahrung haben. Ja, komm her. Ja, der andere wird hier angesprochen. Was ist denn jetzt? Will nicht, dass der andere ankommt. Ich will nur den Einkeiler. Okay. Habe ich irgendwas über die Keiler falsch verstanden? Wunderbar, gleiche Stelle. Lassen wir die beiden erstmal in Ruhe. Oder kommen die immer an? Ja, kommen Sie. Machen wir ein anderes Mal. Ich habe ja noch vor, stärker zu werden, bevor wir abhauen. Ins nächste Kapitel, also. Was anderes gehört. Ja. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, hier müsste ich aber alles vernichtet haben an Kreaturen. Dahinter habe ich auch noch ein paar Sachen gefunden. So. Ja, Greg. Der sucht wahrscheinlich Dexter. Dexter. Banditenanführer oder so? Irgendwas war da? Ich weiß es nicht mehr. Was sehen wir denn? Ah ja, hier. Steintafel. War nicht die, die ich meinte, oder? Hier nicht eine? Ja genau, hier ist eine Steintafel. Und da hinten ist Feuer, deswegen speichern wir hier. Hier ist sogar eine Statue. Man erzählt sich ja so einiges. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt ist. Das interessiert mich nicht. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz allein. Über uns sind Leute. Bruchrolle? Okay, das war links, rechts, links, rechts. Bolzen können wir verkaufen, wir werden niemals eine Armbrust anfassen. 5. Sind wir denn hier? Wölfe! Oh. Okay, reden wir kurz mit dem hier. Hey, du. Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt, also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist.
Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Hey. Okay. Er reagiert nicht. Na gut, ich wurde schon mal dafür fertig gemacht, wenn ich Sachen geklaut hat. Mal sehen. Hey. Ich will mal hier aber in die Richtung gucken. Nur vorsichtig gucken. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Wait. Oh. Ist das Pepe? Ja. Ich wollte mich mal mit dem Leuchtelicht da anlegen. Cool to please not focus das arme Schaf. Wir wissen, was das Leuchtelicht so machen kann. Ordentlichen Schinken. Oh. Heili. Keine Ahnung, ob das Licht eine Gefahr ist oder ob wir sterben oder so. Erstmal kommt das Wildi an. Komm. Gut. Hörlicht. Ich treffe es nicht. Nichts zu holen. Okay, es war einfacher als gedacht, aber... das ist ein Bau. Moment, wenn wir hier speichern. Der Goblin, die werden wahrscheinlich da drin sein. Ich hab gespeichert. Aber normale. Mist. Und schwarze. Okay. Normale Goblin und schwarze Goblin, das heißt, wir sterben. An sich nicht per se, aber dadurch, dass wir immer nur ein Target angreifen können und im Moment stehen bleiben. Das wäre machbar. Ich würde gerne nur ein oder so pullen. So like this. Das lief, wie ich wollte.
Ja, komm. Nichts zu holen. Ja, komm. Wenn man nur sagen, dass gleich noch ein Ork oder so hier drin wäre. Okay. Butlerfleisch. Na komm. Wait, der Goblin. Wait, das habe ich gar nicht realisiert. Das ist ein Goblin-Krieger in Rüstung? Das habe ich gar nicht erkannt. Ja, da waren wir schon dran, okay. Das kriegen wir aber hin. Na, kommt. Das meine ich nicht damit. Das waren jetzt aber nur die einfachen. Nichts zu holen. Und noch nicht der gepanzerte. Da ist nichts zu holen. Und wir sind jetzt schon wieder ein bisschen lowlife, aber... Na gut, dieser 12er Lebensbonus ist auch nicht der höchste. Besser als die Tränke zu verballern, aber... Die Axt besser? Ah ne, Zweihand, ja. Gut, da ist jetzt nur noch der Gepanzerte da, weil ich das richtig weiß. Der Goblin-Krieger. Ich weiß nicht, ob ich nach hinten gehen soll oder blocken soll. Was macht man in dieser Situation? Es ist eine Kreatur, ein Monster. Boah, was ein Krampf. Gleicher Loot, gleicher Code. Was? Eine Tafel. Stabkeule. Zweihand, 70 Stärke, okay. Dietricher. Geld. Normaler Degen, Fleisch und Wacholderbeeren-Schnaps.
Na komm. Hören wir uns noch ein bisschen Fleisch. Da unten habe ich noch Wölfe gesehen, dann gönnen wir uns jetzt einfach nochmal Essenz der Heilung ein. Okay, so schnell kann man noch neue Sachen finden hier. Wird dunkel. Ja, dieser Weg hier müsste zum Friedhof führen. Da waren Skelettgobline. Deswegen gehen wir in die andere Richtung. Kein Schinken. Ich wollte Warte. Milch haben wir, Käse haben wir. Haben wir kein Schinken? Nee. Schinken können wir dann aber in der Stadt besorgen, wenn wir schon mal da sind. Sind wir eigentlich jetzt hier auf der Map? Ah, hier hinten. Und wenn wir nach da unten gehen, wer weiß, was da für eine starke Kreatur lauert. Das ist ja so eine kleine Gasse. Ja, das ist falsch. Oder... Wir gehen jetzt schon mal zur Stadt, dann sind wir, wenn es dunkler ist, in der Stadt. Ich will nicht unbedingt jetzt in der Nacht noch in den Wald jagen gehen. Guten Appetit, Pepe. Wir überlegen, in Stärke rein zu investieren. Wir haben 10 Punkte, das wird zweimal in... Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das momentan ist. Wann muss das ja so kommen? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das war keine große Sache. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich habe so etwas keine Zeit. Hier habe ich jetzt alles bekämpft. Wie weit sind wir weg? Da haben wir 2000 Punkte noch. Ist viel. Damit ich mindestens 10 erreiche. Aber 10 sollten wir noch drin sein. Wir haben noch ein ganzes Gebiet nicht erkundet. Da ist noch ein kleiner Wald. Notfalls können wir noch in einer Rolle oder so was machen. In dem anderen Run werde ich Greg besser behandeln und ihn nicht warten lassen. Gut, dann ist das wirklich das Letzte für diese Folge, dass wir uns jetzt nochmal uns die Türme anschauen, wenn das klappt in Ruhe, ohne dass wir erwischt werden. Ich weiß nicht, was es da drin für Loot gibt. Ja, das hat er wirklich behauptet. Haben wir Dietriche genug? Keine Ahnung, sag du es mir. Das ist doch alles nur Gerede. Dietrich, 21. Mit ein bisschen ist kein Geheimnis. Cheaten kommen wir damit dann auch schon aus. Geben Eber 80, dann hätten wir hier notfalls nochmal 160 Erfahrung, wenn wir die irgendwie kaputt kriegen. Gut, ja, Türme, wie viel gibt es? Es gibt an jedem Tor 2, dann gibt es auch in der Mitte einen. Und alle Türme der Stadt, die mir gerade bekannt sind, oder? Zwei an den Eingängen und dann der eine in der Mitte. Ja. Mal sehen, wie gut wir da in der Nacht durchkommen. Ja, da oben drüber. Da habe ich noch keine Ahnung, was uns da alles erwartet. Aber was werden wir denn sehen? Yay. Schwert draußen. Schwert weg. Das sieht so verlockend aus, als wenn man da runter kann, aber ich glaube, dann sitzt man fest. Und da unten waren noch sehr starke Kreaturen. Da wäre zum Beispiel eine gute Sache für eine Schriftrolle.
Ich habe nur Angst, wenn wir den Troll, den großen schwarzen Troll vielleicht schrumpfen. Und denn das Fell nehmen, dass er sagt, ja, das ist aber ein kleines Fell, das akzeptiere ich nicht. Das ist ja wie von einem Baby-Troll. Obwohl ich einen Troll für ihn vernichtet habe. Er sagt ihm nie, dass es ein Ausgewachsener sein muss. Er sagt, nur ein schwarzer Troll. Aber gut. Deswegen, ich würde dann beim schwarzen Troll Quicksave machen. Den ganzen Weg darüber rennen, ohne Quicksafen. Und dann, ja, müsst ihr ja damit leben. Gucken und dann notfalls laden und dann noch nicht machen. Vor dem Kampf Quicksafen, das ist selbst nicht. Oder wie man kann einen festen Safe machen. Ist schon so spät, dass hier keine Sau mehr ist, okay. Was passiert? Oh, wait. Warum bist du noch hier? Hey, du. Zeig mir deine Ware. Das Krummschwert ist so geil. Ist ein Einhänder? Nein, eine Zweihand, okay. Die hat schon ein paar nette Waffen. Ein Kriegshammer hat keinen Einhandbonus. Ja. Jetzt steht die Stadtwache da. Haut er ab? Hm. Da kommen wir jetzt noch nicht ran. Hier oben im reichen Viertel, nenne ich es mal, sind keine Wachen. Da sind keine Türme? Wachen. Oder sind da am Eingang welche? Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Raum. Da ist einer. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wundere mich über. Weiß nicht, ob der eine Tür hat unten. Er sollte lieber den Mund halten. Das hast du nicht gewusst. Aber. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Er hat auf die falschen Leute gehört. Keine Tür. Das ist doch alles nur Gerede. Das ist ja schrecklich. Ist das wirklich wahr? Er arbeitet auf dem. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Und das wird noch viel schlimmer. Das hier ist der erste Turm. Das hier ist der in der Stadt. Da ist noch einer in der Stadt. Und hier. Wir könnten schlafen bis Mitternacht oder so. Geht das? Sollten wir mal gucken. Ich weiß, dass es verdammt dunkel denn sein wird. Aber okay. Was haben wir denn hier noch? Hey, du. Irgendwann muss das hier so kommen. Das ist ja interessant. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Gar nichts mehr. Weißt du was? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut, hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Das ist doch schon lange bekannt. Danke, Vatras. Bitte sinnvolle Tränke, Lebenstränke. Sieht so aus. Gut, dann sollten wir uns jetzt mal ganz kurz hinlegen und dann gucken wir weiter. Das wundert mich nicht. Ja, die Stadtwache da würde uns ein Problem machen. Muss aber nicht sein, ja, hier die meisten jetzt hier am Fun haben noch. Und solange hier jetzt noch ein Bett frei ist. Bis Mitternacht. Und jetzt müsste es draußen auch duster sein. Seid ihr immer noch am Feiern? Ich hätte das anders gemacht. Ja, aber die Wache ist weg. Er sollte lieber den Mund halten. Steht die da? Was passiert, wenn ich hier hingehe? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dafür schon mal nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dafür nicht, okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich habe was anderes gehört. Wir haben ihm den geklaut. Warum hört eigentlich keiner auf mich?
Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist das auch ein Sturm? Ja, der ist von hier oben zu Beginn. Ist das der hier vielleicht? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich habe mir das schon gedacht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Er hat auf die falschen Leute gehört. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Ja, was haben wir denn da? Turmschlüssel, oder bin ich blöd? Turmschlüssel, ja. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Langsam gehen mir die Türme aus. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ja, raus mit dir! Wo hat er das denn bemerkt? Ach, da. Wieso guckt er in diese Richtung? Das war's. Nun leichter Zweihänder? Wahrscheinlich ist die Waffe gut. Die ist in Ordnung. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Wunderbar, wir haben es gelehrt. Ja, dann könnten wir nicht schlafen gehen. Den Schinken kaufen und in der nächsten Folge auf den Weg zurück machen. Das darfst du keinem erzählen. Das hat er wirklich nicht verdient. Ambo? Er sollte lieber den Mund halten. Das hat er doch vorher gewusst. Okay, warum ist sie eigentlich von da oben runtergejumpt? Nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube da nicht dran. Ja, dann bringen wir uns bis morgen hin. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Aber ich mag diese, auch wenn die jetzt hier in der Nacht noch unterwegs sind, ich habe ja keine Ahnung, ob die sich nochmal dazu entscheiden, das ist doch alles nur geredet, schlafen zu gehen oder so, aber ich mag die Atmosphäre in dem Spiel. Wer sagt denn sowas? Oh mein Gott. Ah, noch Betten frei, okay, wunderbar. Nein, nicht hängen bleiben. Dann besorgen wir uns jetzt. Das sind Lebensmittel. Ich hab was anderes gehört. Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde, du vertreibst mir die Kundschaft. Hey! Ich habe was anderes gehört. Können wir nicht doch noch ins Geschäft kommen? Pass auf, wenn du mir 10 Schinken und 10 Flaschen Wein besorgst, dann werde ich wieder mit dir handeln. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und es wird noch viel schlimmer. Ich habe deine Ware. Ich habe Zeig her. Wir hatten doch 10 Schinken ausgemacht.
Komm wieder, wenn du genug zusammen hast. Und was ist mit den 10 Flaschen Wein? Hast du die etwa vergessen? Okay. Und es wird noch viel schlimmer. Den haben wir dann Alkohol genommen. So war das. Den Mund halten. Das weiß doch inzwischen jeder. Zeig mir deine Ware. Das Waffen. Holtaxt. Sehr interessant. Richtstab. 50 Damage. Ach, ist Zweihand, vergiss das. Das weiß doch inzwischen jeder. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Arkon? Zeig mir das. Mein Mann sieht das anders. Auch Waffen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist schlecht. Das habe ich schon immer gesagt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen. Ach, Wein, ne? Wein haben wir 9. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Das weiß doch inzwischen jeder. Hast du vielleicht noch was zu verhandeln? Das wollte ich nicht. Hier hin? Wir haben nicht sehr viel Geld. Und es wird noch viel schlimmer. Wer sagt jetzt? Ich will den nicht im Visier haben. Spiel. Danke. Das habe ich schon immer gesagt. Was du nicht sagst. Inos, in deinem Namen. Der erzähle ich. Ich meine, 5 Lebensenergie ist nicht schlecht. Und es wird noch viel schlimmer. Da vorne könnten wir nochmal gucken. Gab es einen Händler am... Ja, den Fischhändler, aber Fisch ist ja nicht Schinken. Hey, nachgetane Arbeit gibt's nicht. Okay. Wo könnten wir noch was bekommen? Ist das hier vorne nicht ein Gemischtwarenladen, der hier? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wird sich das jemals ändern? Hey! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Zeig mir. Ist das wirklich wahr? Das hat er wirklich nicht verdient. Okay. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Zeig mir deine Ware. So blöd. Mir fällt gerade nicht weiter ein, wo wir sonst noch was kriegen. Hattest du Fleisch? Da bist du ja. Zeig mir. Das hast du nicht gewusst. Nee. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber das ist eine Sache für die Zukunft. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich hätte das anders gemacht. Ohne den Schinken. Beziehungsweise ich gucke mich hier nochmal um im Hafenviertel, ob ich Schinken finde. Und dann finden oder sehen wir uns bei den Söldnern wieder. Eure Scout rein.